Oh, shit. Das war gerade einer der besten Clips aller Zeiten. Lass uns wirklich den letzten Clip nochmal zusammen anschauen. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines. Create a Code für den Ripe. Ey, Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und wir werden heute mal wieder gemeinsam auf die besten Clips der Woche reagieren. Heute am Montag und nicht Sonntag, weil gestern kam ja, wenn ich du wäre. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr dieses Format feiert. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und tragt natürlich im Itemshop den Creator-Code iCrimexOG ein, Leute. Das ist halt letztendlich einfach eine Frage der Ehre, wer den Creator-Code iCrimexOG benutzt. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit den besten Clips der Woche. Die lustigsten, die epischsten, die krassesten. Ich drehe hier wieder komplett durch, Leute. Folgt mir auf Instagram, let's go. Oh shit! You will always remember this as the day that you almost caught. Hä? Ja. Ist, hä? Was? Was? Warum fällt dieses Teil auf einmal weg? So Leute, der Bruder nimmt auf einem Toaster auf. Ja, ja, dieser Moment, wenn man seinem Bruder einfach die Ehre nimmt, ja. Oh shit. Baller. Okay, Baller hat ihn gerettet. Nein, geh da nicht rein. Das sieht so aus, als würde auch nochmal eine Falle auf dich warten. Ja. Der Typ hat einfach 200 Leben unter einem Baller und wurde einfach von drei Fallen auseinandergenommen. Oh mein Gott. Oh shit. Ganz mieses Ding mit dem Leben. Bruder, du kannst es schaffen. 5, 4, 3, 2. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Der Sturmdreher hat ihn gerettet. Slow. Okay, langsam. Warum nehmen denn alle heute mit einem Toaster auf? Ja, er fährt in die... Nice. Nice, Bruder. Ey, wenn er ihn jetzt wegsnappt, ne, dann... Na! Oh mein Gott! Einfach mit Granate in dem... Lol. Okay, das war auch gerade krass. Ich hab's erst gar nicht gecheckt, aber es war krass. Wie er den Schuss ausgewichen ist. Did that really just happen? Ach, no. Lol, was war das für ein krasses Timing? Einfach, er macht Licht dunkel. Das ist der Bug, Leute. Das ist der Bug! Ja, okay. Ey, er holt ihn mit Granate. Geil, geil. Das hat auf jeden Fall Ziel. Ja, Bruder. Du hast es auf jeden Fall drauf. Oh, das ist ein alter Clip mit den Shopping Carts. Ich vermisse irgendwie ein bisschen die Shopping Carts, Leute. Man hat die zwar irgendwie gar nicht mehr benutzt, aber... Mit zwei Leben. Überlebt. Oh mein Gott! Der Einkaufswagen hat dir so die Ehre genommen. Wait, really? Alright, get under it. Ey, immer diese Anti-Mates, ne? You guys believe in me, right? Oh. Okay. Rocket Ride? Ja. Ja, was machst du da? Er wird einfach mit der Rakete weggeschossen. Ehre genimmt. Geil. Geil. Oh mein Gott, der hat sich mit diesem Eiskin da oben drauf versteckt. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Okay, er hat irgendwie kugelsichere Helm auf. Nice. Warum bewegen die sich alle nicht? Warum finde ich nicht so ge... Oh. Damn. Ey, das ist so ekelhaft, wenn man so die Waffe weggesneakt bekommt. Later. Nice. Geil. Einfach in der Luft weggeschossen. Er rettet sich zuerst und dann verkackt er. Hä? Wie?
Er wurde einfach weggesniped. Oh shit! Er wirft den Gegner mit. Tja, wenn der Kopf durch die Treppe durchguckt. Alter, okay, das ist halt ganz asozial, ja. Schon Wick-Modus hier. Oh mein Gott, ich liebe diese Bugs, Leute. Ich finde das so witzig. Alter, er nimmt mit einer Kartoffel auf, der Typ. Diese Zeiten. Und dann läuft er. Das ist immer dieses Instant Karma, wenn die Leute sich freuen, dann in eine Falle rennen. Oh mein Gott, ganz ekelhaft, das Ding Lava-Modus. Hab ich gar nicht gefeiert, diesen Modus. Geh in die Falle! In die Zone! Oh mein Gott, krass. Jetzt kommen wir zu den Epic Wins für die Woche. Ich werde jetzt wieder komplett durchdrehen, Leute. Jetzt wird's wieder krass. Rocket Ride, oh mein Gott, er macht noch einen Jump Run dabei und holt auch noch den Gegner weg, ja. Oh, Zwillingspistole am Anfang, Early Games sind sehr stark. Schön. Nicht mehr irgendwie so 50-50 Modus oder so. Was? Einfach das ganze Team läuft in sein Dynamit rein. Ich drehe hier schon wieder komplett durch, Leute. Oh! No-Scope im Sprung in den Flug rein. Alter, okay, den Clip kannte ich schon, den habe ich schon mal gesehen. Hat er es einfach gerettet. Schön. Einfach Granite Launcher, right? Krank, ja. Oh mein Gott, Digga. No Scope in der Luft, jagte der Shot. Das ist zu krank, Leute. Das ist kein Spaß. Ich kann mir nicht erklären, wie er diesen Schuss schafft, außer dass Glück ist. Da kann ich mir sonst nicht anders erklären. Die Clips werden auch echt immer krasser, muss man sagen. Früher haben die nur ein No-Scope gemacht, mittlerweile springen die noch irgendwie über Raketen und so weiter drauf, machen dabei ein No-Scope. Die Clips werden immer kranker, ich schwör's euch, Leute. Nice. Okay, nice, schönes Ding. Und, oh, nice. Alter, der kann auf jeden Fall snipen. Oh, ey, dreimal schön in den Lauf rein. Oh, der ist auf jeden Fall schon älter, der Clip. Okay, ja gut, das ist dieser Gruppen-Distas-Modus, ja. Einfach, er holt alle Tomatenköpfe weg. Aber der Modus war eigentlich auch witzig, ja. Man musste da immer seine Base zu verteidigen. Hat auch Spaß gemacht. Boah, das sah böse aus. Das sah böse aus, wie damals Call of Duty. Ich schwör's euch, ich hätte den Schuss nie so berechnen können auf alles. Ja, okay. Okay. Das ist das, was ich meine. Die Schüsse werden immer krass. Ja. Boah. Einfach Rocket Ride into Double Flint Knock into No Scope in die Fresse. Boah, gerade. Das Granatwerfer Ride ist auch zu krass, ja. Boah, Ehre genimmt. Krass. Krasser Scheiß, Leute. Er zersäbelt einfach alles mit. Ja, 5 Leute geholt, ja moin. Boah. Ich liebe diese Clips, weil dann die Items so runterregnen. Feier ich, Leute. Kranke Scheiße.
komm. Wow, shit. Das sind immer wirklich die besten Clips, wenn dann, wenn die Runde dann vorbei ist. So, ja, so Win geholt. Pervers. Echt pervers, Leute. Boah, ich hab den Gegner nicht mal gesehen da hinten. Krass, ja. Rock, Granite Launcher, right? Oh, shit. Komm. Er wird fett. Oh mein Gott! Let's go. Bruder, das war gerade einer der besten Clips aller Zeiten. Lass uns wirklich den letzten Clip nochmal zusammen anschauen. Guck mal, was er macht. Er editiert weg, lässt sich so runterfallen. Timing. Bounce dich nochmal nach oben mit der Flintlock. Macht nochmal Waffen-Switch und bam in die Fresse mit der Sniper, Alter. Was da los? Verprügelt jetzt den Like-Button, Leute. Das war's gewesen. Die krassesten Clips der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ey, Kramix, Sammy, wisst Bescheid. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.